Hallo Möllenbach, heute in 3 Wochen sind Kommunalwahlen in Hessen. Für uns in Möllenbach und im Kreis Bergstraße aber noch ein wenig mehr. Wir dürfen in Möllenbach neben dem Landrat auch definitiv einen neuen Bürgermeister für unser schönes Möllenbach wählen. Genau deswegen bin ich seit über einem Jahr im Wahlkampf. Am 24. Januar 2020 haben wir als Freie Demokraten in Möllenbach meine Kandidatur zur Bürgermeisterwahl bekannt gegeben. Seither ist viel passiert und viele Themen konnten wir hier im Video auch bereits ansprechen. Nachdem ich diese Woche wieder viel bei Gewerbetreibenden unterwegs war und viele spannende Themen mitnehmen konnte, wie zum Beispiel Belebung des Ortskerns, Einkaufsmöglichkeiten oder Raum der Entwicklung oder Vergabe von öffentlichen Aufträgen, möchte ich heute gerne mal anders über 2 wichtige Themen in Möllenbach reden. Bereits sehr häufig habe ich gesagt, dass die Themen immer wieder ineinander greifen. Allerdings bediene ich mich heute eines anderen Formats. Daher habe ich einen zum Interview eingeladen. Bei mir Benjamin Höfle und wir reden heute über ein typisches Juhuer Thema, Tourismus. Ja, aber genau. Speziell auch über ein für die Juhuer eher untypisches Thema, Digitalisierung. Ich habe dich heute als Fachmann hier bei mir. Mhm. Benjamin, erzähl mir doch mal bitte kurz, warum bist du ein Fachmann auf dem Gebiet und erklär doch mal bitte den Leuten im Video, wer du überhaupt bist. Sehr gerne und Christian, erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Interview, weil es ist ein schönes Format, über die Themen eben Digitalisierung und Tourismus zu sprechen. Ganz kurz zu mir, Benjamin Höfle, 33 Jahre alt und auch ein waschechter Juhuer ein Stück weit, also hier aufgewachsen, ein paar Jahre lang ein bisschen was von der Welt gesehen, eben berufsbedingt in der Digitalisierung, ich komme gleich noch dazu, und seit guten 4 Jahren wieder zurück in der Heimat und einfach auch sehr happy hier zu leben, weil ich glaube, man kann ja kurz mal nach hinten gucken in unser schönes Wechnitztal. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Christian war so nett und hat die Einladung zu seinem Interview genutzt, um die Juhuer direkt zu besuchen und mit uns vor Ort zu sein. Ja, zu meiner Person. Ich habe klassisch Bankkaufmann hier in der ortsansässigen Sparkasse gelernt und habe nach ungefähr 5 Jahren im Bankenumfeld den Weg in die Digitalisierung in der Form genommen, dass ich mich seitdem beruflich damit beschäftige, wie man Geschäftsprozesse, die analog sind oder die in irgendeiner Form aktuell papierhaft stattfinden, digitalisieren kann. Das kann der klassische Einkaufsprozess sein, den wir alle kennen, wenn wir heute, ob wir in den Laden gehen oder ob wir online shoppen gehen und die ganze Technik, die hinter einem Online-Shopping steht, das sind Sachen, die bauen wir, designen wir und auf der anderen Seite geht es eben auch um ganz einfache Fragen, wo haben wir Spaß dran, wie können wir als Endverbraucher mit Technik so interagieren, dass sie gut nutzbar ist und dass sie eben nicht kompliziert wird. Und genau diese ganzen Themen, die beschäftigen uns und die Grundlage all dessen ist natürlich eine digitale Infrastruktur, weil für alle hier vor dem Bildschirm, wir kennen das Thema. Wir kaufen uns beispielsweise ein iPhone oder irgendein anderes Mobile Device mit Android drauf und haben dann Hardware, das Gerät und Software, also sprich das, wo wir draufklicken in der Hand. Aber das funktioniert eben nur genauso gut, wie die WLAN-Ausleuchtung und die mobilen Daten dahinter etc. pp. Vorhanden sind. Und dass das alles sauber ineinander greift, das spielt auch bei mir beruflich eine Rolle. Und deswegen kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen von mir behaupten, dass ich einen guten Überblick über die komplette Digitalisierungsstrecke end-to-end habe. Super, vielen Dank, Benjamin. Wir waren ja jetzt heute, du hast es schon richtig angesprochen, auf der Juhuer zusammen unterwegs und haben unter anderem Werbung natürlich für meinen Wahlkampf und aber auch für deinen Wahlkampf gemacht. Und du möchtest ja gerne in die Gemeindevertretung einziehen, um Möllenbach besser zu machen. Absolut. Ja? Wir möchten da ja auch ein bisschen mehr erreichen. Ich erhoffe mir auch sehr viel von deinem Know-how, was du zu bieten hast. Aber wir waren heute tatsächlich in einem Gespräch, da ging es darum, wie jemand auf der Juhuer sich zurechtfindet. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz eingreifen? Sehr gerne. Also es war ja ganz witzig, dass wir tatsächlich ein paar Gäste hatten, die hier im Naherholungsgebiet unterwegs waren. Ich würde jetzt ohne mit der Wimper zu zucken sagen, dass wir heute eine 4-stellige Anzahl an Gästen wieder hier oben hatten. Kann ich nur bestätigen. Das unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von dem Naherholungsgebiet für den gesamten Kreis Bergstraße. Ich würde sogar so weit gehen und sagen Rhein-Main-Neckar-Gebiet, weil wenn ich mir wieder die Kennzeichen Mannheim, Ludwigshafen, Worms, Alzey, Darmstadt, Heidelberg anschaue, dann ist viel gesagt über die Bedeutung dieses Gebiets hier und über die Qualität. Ja, aber die Frau ganz im Speziellen hatte ihr Telefon in der Hand und wirkte so kurz orientierungslos und als Ortsansässiger bietet man natürlich gerne seine Hilfe an. Und ich fragte sie so spaßhalber, haben Sie die App Komoot im Einsatz? Und sie dann so, ja, genau. Und ich dann so, ja, dann bitte jetzt nochmal hier, weil hier endet ungefähr der Handyempfang. Und sie sagte so, ja, ich habe Offline-Karten, ich bin ganz safe.
Aber witzigerweise ist das genau der Punkt, Christian, wo, wie du schon richtig sagst und wie du es auch richtig verbindest, meiner Meinung nach, Digitalisierung und Tourismus sehr eng zusammengreifen an der Stelle, weil wir leben halt wirklich, leben in Deutschland, wir leben im Kreis Bergstraße, in der Metropolregion und wir reden davon, dass wir keine Kartennavigation in Echtzeit hier in unseren Wäldern, auf unseren Waldwegen anbieten können und deswegen die Menschen offline die Karten laden. Und das unterstreicht immer mehr, wie sehr auch die Digitalisierung in so einfachsten Dingen wie Tourismus angekommen ist an der Stelle. Ja. Und dann reden wir nicht davon, dass wir hier ein Angebot haben, ein interaktives, wo erklärt wird, wo sind die Hügelgräber, wo steht das noch vorhandene Naturdenkmal, kleines Felsenmeer etc. pp., sondern wir reden erstmal nur über die ganz banale Sache der Orientierung, weil was früher die Karte war, die wir ungefähr so groß aufgespannt haben, ja, passt gut ins Bild, so reden wir halt heute darüber, dass wir unser Smartphone in der Hand haben. Ja, genau, klar, logisch. Das ist, ich habe es auch heute sehr am eigenen Leib erfahren dürfen, trotz zwei unterschiedlichen Netzbetreibern war es mir sehr schwierig, hier vernünftiges Netz zu bekommen. Zum Glück können wir jetzt ja hier in eurem WLAN quasi sehr viel arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, was müsste denn getan werden, um tatsächlich das miteinander ein bisschen zu verbinden? Ja. Beziehungsweise was für eine Infrastruktur? Ich meine, wir haben ja hier mit der Entwickler schon 50.000 haben wir auf der Juhö, ne? Ja, eine 50 Mbit-Leitung, ganz genau. Also ich glaube generell, und das war auch in unseren Gesprächen immer wieder Thema, zum einen ist uns halt bewusst, dass jetzt Juhö und Bonsfeld ja nicht der einzige Ortsteil sind, die da ein Stück weit unter dem Thema leiden, sondern wir haben auch andere Ortsteile, Vöckelsbach, Geisenbach, also an ganz vielen Stellen scheitert es eben noch an der guten Infrastruktur. Und dann ist halt immer wieder das Thema, wie mache ich es den Menschen zugänglich? Und wir haben ja von Frau Karliczek schon gelernt, dass wir 5G nicht an jeder Milchkanne brauchen. Die Aussage lasse ich gelten. Das Problem ist nur, wir haben gar keine Infrastruktur an der Milchkanne und da wird es zum Problem. Mhm. Weil Digitalisierung ist eben genauso wichtig, wie eine Autobahn zu bauen. Und wir mit unserer Struktur, in Mörnbach haben wir ein paar Mbit vielleicht mehr, wir müssen uns aber trotzdem vor Augen führen, und das Bild kennt, glaube ich, auch jeder ganz gut. Wir fahren über Autobahnbrücken, die 30 Jahre alt sind, digital gesehen, und wundern uns, dass in 10 Jahren die Brücke wieder einseitig gesperrt werden muss, weil eine Sanierung stattfinden muss. Nur dass die einseitige Sperrung in der Digitalisierung bedeutet, ich sitze stundenlang vor meinem Rechner und warte, bis der Download des Inhaltes abgeschlossen ist. Und jetzt auch nochmal zum Thema Digitalisierung im Tourismus. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Buchungen heute stattfinden und wie Menschen ihre Urlaubsentscheidungen treffen, dann haben wir auf der einen Seite stationäre Reisebüros, aber wir haben auf der anderen Seite mit den ganzen Buchungsportalen und selbst Guided Tourismus, also im Sinne von, ich kann meine Angebote, die ich als Gemeinde oder als Region anbiete, selbst dafür gibt es mittlerweile Applikationen, die diese Führungen zur Verfügung stellen. Also soll heißen, auch im Tourismus ist die Digitalisierung in der Form angekommen, dass ich mich darüber vermarkte, dass ich darüber zeige, wie attraktiv bin ich als Region, als Gemeinde, als Ortsteil, je nachdem. Also das gilt für uns, fürs komplette Mörnbach, eben nicht nur für die Juhö. Wie bedeutsam das ist tatsächlich. Und da brauchen wir natürlich, wir müssen einerseits digital die Menschen ansprechen können und auf der anderen Seite, wenn wir sie da haben, müssen wir sie auch digital vernünftig versorgen können. Weil sind wir mal ganz ehrlich, so wie wir hier jetzt gerade ein Video aufnehmen, so möchte ja auch die Family, die im Urlaub ist, dann mal kurz einen Videocall nach Hause absetzen per irgendeinem Anbieter, um mal freundlich in die Kamera zu winken und den ja, wie soll ich sagen, Liebsten zu Hause zuzuwinken. Und deswegen ist Digitalisierung einfach auch im Tourismus ein Riesenthema aus meiner Sicht. Ja, dem kann ich so auch nur zustimmen. Das ist auch das Thema, was ich in meinem Wahlkampf bisher sehr häufig gemerkt habe, dass die Themen einfach sehr eng ineinander eingreifen. Da würde ich auch direkt nochmal einen kurzen Bogen spannen wollen, Benjamin. Ich persönlich habe ja schon mehrfach gesagt, ich sehe die Draisine, die wir in Mörnbach haben, als Chance. Mhm. Uns auch touristisch weiterzuentwickeln. Mhm. Natürlich brauchen wir hier, wie wir schon in verschiedenen Calls miteinander besprochen haben, eine bessere Vernetzung. Mhm. Wir müssen natürlich besser vernetzt sein und müssen auch die Angebote besser aufeinander abgestimmt haben. Mhm. Aber wie siehst du das Thema Draisine? Also schon heute ist es ja so, ich kann mich in irgendeinen Ortsteil von Mörnbach begeben, kann eine schöne Wanderung nach Mörnbach machen. Das kann jetzt exemplarisch die Juhö sein, das kann aber auch alle anderen Ortsteile sein. Komme in Mörnbach an und habe mit der Solardraisine durchaus was Einzigartiges. Mir ist auch bewusst, dass sie umstritten ist, keine Frage, aber sie ist generell mal was Einzigartiges, was wir hier haben. Und dann setze ich mich allerdings in diese Solardraisine rein und fahre und habe eine super schöne Landschaft, habe historische Viadukte, also sprich für den Ästheten und für den Historiker absolut was da. Da ist der Eisenbahnliebhaber mit abgeholt, da ist der Naturliebhaber mit abgeholt.
So, und dann fahre ich in Tunnels rein und fahre durch einen schwarzen Tunnel. Was, sagen wir mal, da ist jede Geisterbahn attraktiver in einem Freizeitpark, weil da wird was geboten. Und ich stelle mir halt zum Beispiel die Frage, warum ist hier noch keine Digitalisierung in der Form angekommen, dass die Menschen in diesen Tunnels Informationen über unsere Region, was zeichnet unsere Region aus, was bedeutet für uns Naherholung, welchen Stellenwert haben für uns Wälder, wie wird ein Kochkäse hergestellt? Also einfach nur mal also ein paar sowas, Ideen. Ja. Ist einfach nur gerade Brainstorming hier in der Runde. Das ist nicht geschliffen, die Ideen, die da vorhanden sind. Aber ich will damit nur sagen, im Prinzip hast du eine Fläche, um den Menschen das Wechnitztal, den Kreis Bergstraße und auch den Überwald näher zu bringen. Und was tust du? Wir lassen sie quasi durch ein schwarzes Loch durchfahren, bis sie wieder rauskommen. Und ich finde es halt schade, weil auch da Beamer aufs Dach, kurze Story erzählt, würde schon deutlich mehr, würde das Ganze deutlich interaktiver machen und könnte den ganzen Part auch noch deutlich kultureller aufwerten und interaktiver. Mhm. Fehlt uns aber bisher. Und da sehe ich tatsächlich auch da Potenziale. Also quasi nach unserem gemeinsamen Motto, das wir jetzt auch zu Beginn des Wahlkampfes rausgegeben haben, mit unser Möhrenbach kann mehr, könnten wir jetzt hier sagen, unsere Tresine könnte auch ein bisschen mehr. Definitiv. Und auch unsere Gastronomen in Möhrenbach können mehr. Mhm. Die müssen natürlich ein bisschen mit ins Boot geholt werden und müssen da auch noch ein bisschen abgeholt werden. Da auch ein ganz klarer Appell an alle, die da von der Tresine gerne partizipieren möchten. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen, zum Thema Tresine zu diskutieren, zum Thema Digitalisierung, welche Möglichkeiten habe ich. Nächste Woche unterhalte ich mich auch nochmal mit der Zimmerschmiede. Mhm. Da werden wir über das Thema sprechen, wie muss Tourismus vermarktet werden oder wie müssen Übernachtungsmöglichkeiten vermarktet werden. Da freue ich mich besonders drauf. Ansonsten, lieber Benjamin, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt lange genug gequatscht und haben einen kurzen Einblick gegeben in den Stand der Dinge und was wir uns so vorstellen könnten. Ich danke dir für diese schöne Kulisse. Ich glaube, die war auch zu eurem Rave, oder? Du schlägst perfekt nochmal die Brücke zum Thema Digitalisierung. Wir haben jetzt sehr stark unter dem Aspekt Tourismus heute drauf geguckt, aber wir sitzen tatsächlich in der Schutzwald-Rave-Kulisse. Wir haben letztes Jahr 6 DJs aufgelegt, um das Naherholungsgebiet zu erhalten, dass der Tourismus hier weiter stattfinden kann auf der Juhöhe und dass natürlich auch unser Waldmeister Buchenwald erhalten bleibt. Und ja, genau, also ungefähr genau dort, wo gerade meine Hand ist oder Christians Hand gerade war, stand ein durchaus improvisierter Bauwagen und zum Thema Digitalisierung. Der Schutzwald Rave hat natürlich online stattgefunden, da kontaktlos. Und da wir einerseits ein Zeichen setzen wollten und andererseits auch einen Beitrag in die, quasi den Menschen nach Hause liefern wollten, weil wir alle wissen, es ist gerade eine schwierige Zeit. Und mal coole Musik zu bekommen in einer besonderen Location, hast du auch nicht jederzeit. Und auch da, Schutzwald Rave auch voll digital. War das eine einmalige Sache? Wird es nicht sein. Wir werden dieses Jahr wieder an den Start gehen und auch in aller Fairness und aller Offenheit, auch dieses Jahr wird das Event sehr, sehr wahrscheinlich nochmal voll digital stattfinden, weil wir einfach die entsprechenden Kontaktbeschränkungen und alle Maßnahmen, die dazu dienen, schnellstmöglich aus der Pandemie rauszukommen, voll ernst nehmen, aber auf der anderen Seite auch sagen, hey, wir brauchen auch nach wie vor Spaß, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Mut und deswegen dieses Jahr digital und hoffentlich dann 2022 endlich in live. Genau, richtig. Fette Beats mit Menschen und hoffentlich stehen hinter uns ein paar Gäste. Danke, Christian. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn ich da dabei sein darf, sowohl in der einen als auch in der anderen Veranstaltung. Solche Formate brauchen übrigens immer einen Schirm her, wollte ich nochmal angemerkt haben. Ja? Schauen wir mal drüber. ansonsten freue ich mich nochmal darauf hinzuweisen, morgen habe ich einen Facebook-Live-Talk mit Wibke Knell zum Thema ländlichen Raum. Auch da werden wir das Thema Tourismus und Digitalisierung wahrscheinlich nochmal mit aufnehmen, genauso wie das Thema ÖPNV. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Denken Sie dran, am 14.03. sind Wahlen. Ich bitte Sie nochmal um Ihre Stimme als Bürgermeister für Möhrenbach, weil mir Möhrenbach wichtig ist. Auch in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Bis dahin, auf Wiedersehen.